Okay. Hier mal resetten. Dann den Knopf drücken. Und dann hier. Dann ja hier, dann kann ich jetzt hier die Statue drücken. So dass das nach unten ist und das nach oben. Exakt so. Jetzt kann ich hier. Das verdammte Feld ist immer noch nach unten. Es zeigt nach unten. Sekunde, ich kann noch jetzt von der Seite. Jetzt kann ich nach dort oben. Ja, nice. Endlich geschafft. Okay, und nun. Jetzt haben wir das Energiefeld deaktiviert. Wir wollten doch. Okay, das Energiefeld ist ja eher egal. Wir waren ja eh da oben. Da wollten wir ja hin. Falls wir später nochmal wollen, haben wir jetzt den Weg frei gemacht. Jetzt haben wir eine Fragezeichenbox. Ich habe zwar ein Fragezeichen oben kleben, aber ich bin trotzdem gerne Rätselmaschine. Okay, mal ein Item. Mike findet VM Zerschneider. Sehr schön. Das war mal ein Rätsel. Ich hatte mir schon gedacht, dass du kommst. Willst du wohl die Pokémon zurück, was? Das kannst du dir am Abschminken. Weißt du was, falls du mich unerwarteterweise besiegen solltest, verrate ich dir, wofür wir die Pokémon brauchen. Genauso wie das E von Professor Eich. Schockiert Vorstand schickt Zingo in den Kampf. Und was, wenn ich verliere, was sehr wahrscheinlich, sehr viel wahrscheinlicher ist. Und die haben mich gearscht. Item. Trank. Zum Glück haben wir noch ein paar genügend Tränke dabei. Oha. Ich riskiere es trotzdem. Das war ein risky move. Level 13. Die Attacke soll einfach jetzt ankommen, aber. Okay, Bodenschlag. Captain, ach Scheiße, ich bin geliefert. Ist auch ein Pflanzen-Pokémon. Das greift nur mit Ruckzuck an.
Item. Ich dachte, das wird schlimm gegen Reptilien. Ach, kein Problem. Da kann Knarre kümmern den. Nice. Typenvorteil bringt nichts im Kampf. Drrr, langsam wird's ernst. Schockett-Vorstand schickt Robomauts in den Kampf. Ah ja. Robomauts, das müsste doch. Wenn da Wasser drauf kommt. Muss doch nass werden und kaputt gehen. Tja, besiegt. Shiki erhält 154 EP. Nein! Naja, aber ich halte mein Wort. Wir benutzen die Buchstaben der Pokémon und das E vom Professor, um uns das ultimative Buchstaben Pokémon zu bauen. Uns fehlt aber noch ein Zerr. Schockett Vorstand Stahl Maike das Zerr von Schneider. Zerschneider. Maike findet Türöffner. Das Item heißt jetzt einfach nur Schneider. Das ist ja sehr toll. VM Schneider. Na toll, jetzt können wir uns Klamotten damit machen oder was? Den Türöffner können wir jetzt. Das Rätsel nochmal machen. Arg. Türöffner. Die Tür öffnet sich. Okay. Der Statue steht nichts. Raus hier. Untergrund. Eine Eishöhle hier unter der Stadt. Den Ingenieuren hat man wohl in den Kopf geschissen. Sieht so aus. Eishöhle unter der Stadt. Ein Beleber. Oh. Sehr hilfreich. Ein Schneepika. Und wir haben keine Pokémon damit dabei, soweit ich weiß. Ein Schneepika. Hyperball, doch, wir haben einen Hyperball mit dabei. Na, dann fange ich mir einen Schneepika. Was? Item. Hyperball, na komm. 1, 2, 3, 4, 5. Schneepika wurde gefangen. Nice. Ich habe einen Schneepika. Schneepika. Status. Wieder aufbauen, Tecke. Okay. Zwei Subtränke haben wir noch. Sehr gut. Ich muss mal kurz mal speichern. Doppelt wird besser. Ob ne, nicht so ein Eisrutschlevel. Ich hätte so gar keinen Bock drauf. Auf Eisrutschlevels. Zum Glück ist dieses relativ einfach. Ein Pflegmann. Nein, danke. Ich habe schon Shigi mit Sonnenbrille und einen Schneepika. Ein Pokéball. Wenn ich richtig gelesen habe. Zubat, wer will denn sowas? Schutz. Das können wir mal gebrauchen, wir haben doch hier Schutz. Wir haben jetzt drei Stück von. Hier runter. Trank gefunden. Ach du Schande.
Hier können wir nicht weiter. Oder doch? Ne, können wir nicht. Doch, hier können wir hoch. Fritz wirkt nicht mehr. Vor allem Stärke. Da wird dann Stärke draus. Schutz. Rätsel. Achso, jetzt brauchen wir Stärke dafür. Eigentlich darf man vor allem Attacken erst nach den entsprechenden Ohren verwenden. Aber ich denke, hier in der Höhle sieht niemand, dass ich die Spielregeln verletze. Hehe. Zudem soll ich es besser benutzen, bevor schon wieder ein Teil des Namens geklaut wird. Außerdem muss ich das ja benutzen, sonst komme ich hier nicht raus. Shiki versucht Stärke zu erlernen, welche Attacke soll vergessen werden. Panzerschutz. Shiki lernt Stärke. Okay, da wird nichts draus. Könnten wir da einen Stein reinwerfen? Und kommen da nicht mehr rein. Sind wir hier? Von hier aus können wir vielleicht schon eher. Ja, hier. Stärker. Wie ich solche Rätsel schon mal gehasst habe. Schutz wirkt nicht mehr. Dann nehme ich den letzten. Schutz-Item. Okay, wie kommt man jetzt da runter? Hier vielleicht. Können wir den jetzt verschieben? Können wir den verschieben und dann den rein? Denke ich doch. Okay, können wir hier noch einen verschieben? Theoretisch würde ich sagen, könnte man den hier. Ich komme nicht durch, verdammt. Und verkackt. Schutz wird nicht mehr. Was soll es? Muss halt mit den Wildpokémon leben. Ja, so viel dazu, müssen wir mit den wilden Pokémon leben. Das wird lästig. Ich
Lässt sich nicht mehr bewegen. Ah, okay, schade. Jetzt hätten wir einen zweiten runterwerfen können. Zubat! Mistviecher in der Höhle. Okay, wie machen wir das jetzt? Und wenn wir den beiseite schieben. Können wir eventuell den nach unten schieben. Dann käme ich jetzt an den hier ran. Das bringt mir nichts. Jetzt schwierig. Die schubsen wir da einen Stein rein. Brauchen wir da überhaupt einen Stein? Na, können wir auch ohne zu Rande. Wo wollen wir überhaupt hin? Nee, da brauchen wir jetzt den Stein, um da runter zu kommen. Ich verstehe. Und da wollen wir hin, auf die Mittelinsel. Das heißt, wir müssen da irgendwie einen Stein hinschieben. Schneepiker. Ganzen Weg nochmal. Den Pokémon ausweichen. Steine können wir nicht mehr bewegen. So, wie machen wir das jetzt? Ach, wisst ihr was? Ich bin zu faul. Ich hole mal eine Komplettlösung. Okay, wie kommen wir da hin? Den Stein können wir nicht verschieben. Ah, verdammt. Nee, den kann man natürlich nicht verschieben. Das Ace-Levels. Ich hasse solche Rätsel einfach zutiefst. Wie löst man das untere Rätsel? Ah, ja so. Wenn ich es jetzt nicht verkacke. Den nach unten, den ganz zur Seite. Jetzt können wir den hier. Natürlich. Oh, ein weinendes Marill. Oh. Traurig. Aber egal. Ich muss hier weiter.
Okay, es steht hier ein Stein im Weg. Oder Schneeklumpen. Jetzt haben wir alle Steine runtergeworfen. Das müsste es ja. Das müssten wir ja freie Bahn haben eigentlich. Sehr schön. Jetzt geht's hier weiter. Und hier raus. Fehlschuss City. Okay. Pokéball gefunden. Sind wir wieder hier? Ach du Schande. Und nun? Wo müssen wir jetzt hin? Waren wir schon drinnen? Gibt's nichts zu sehen. Wir brauchen das Gebäude von Team Chocolate zum für mehr Platz zum Züchten unserer Pokémon. Müssen wir helfen? Nee. Okay, hier waren wir eigentlich schon. Tja. Pokémon-Sensor, du machst unser Team mal wieder aufladen. Das wäre nicht schlecht. So, Team aufladen. Wenn zwei Pokémon ich jetzt schon habe. Meine Tränke sollen wir uns bei Gelegenheit auch mal kaufen. Okay. Hey du! Wie geht's weiter? Kannst dir nichts durch? Oder auch nicht? Okay. Können wir zurück ins Chocolate Hauptquartier? Oha, das Netz hier. Da, sie war es. Sie ist einfach hier eingebrochen und hat uns mit ihren Pokémon angegriffen. Komm mit, du bist verhaftet wegen Hausfriedensbruch. Was? Okay. Mike im Knast. Ey, du kommst hier nicht rein. Rein? Ja, Mann. Schuhe, Arsch, Hose, Arsch, Gesicht, Arsch, alles Arsch. Du kommst hier nicht rein. Ich will doch gar nicht rein, ich will raus. Raus ist rein in die Freiheit. Also bleibst du draußen aus der Freiheit. Vielleicht. Los, Shiggy. Okay. Bist du aus dem Gefängnis geflohen? Du siehst den Gefangenen oben ziemlich ähnlich. Ach nö. Vor allem Surfer geklaut. Hab ich gefunden. Hey, du darfst hier doch nicht einfach Sachen nehmen. Doch, sonst komme ich von dieser Insel nicht runter. Also na dann, viel Glück beim Ausbruch. Sehr gute Polizisten. Willkommen bei dem im Polizei-HQ. Kaffee ausschlürfen? Geht nicht. Port Krosank. Ja. Leuchtturm Zutritt verboten.
Dann bringen wir unserem Shiki erstmal Surfer bei. Tackle. Das war vielleicht ein Fehler, weil ich jetzt nur noch Wasserattacken habe. Aber was soll's. So richtig ernst zu nehmen, den Kämpfer hatten wir hier bisher sowieso noch nie. Okay, ist das Polizeihauptquartier. Na, dann surfen wir mal los. Das war ein schöner Ausbruch.